Hallo, 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 hier ist wieder Schucki Banucki mit Nightshift. Der Christian, der freut sich schon ein zweites Loch in den Arsch. Wie die Sau. Ja, weiter geht's aber nach dem Intro. Wir sind hier bei Schucki Banucki Nightshift, heute mit einer neuen Ausgabe von Des Wahnsinns fette Bräute. Meine Talk-Gäste heute, der Bujan, der Sascha. Servus. Und ich stelle euch die Frage, was ist die sogenannte Tischkantenprobe? Oder? Und dann, ja, genau, wenn die Beißerchen dann noch drin bleiben. Und dann so, Tischkante hält, super, kann man verkaufen bei Ikea, das Ding. Echt? Ja, mach, wir schreien so laut bei das Ikea. Das ist immer bei Ikea immer so ein Perser, ja? der kriegt den Kopf einfach so auf der Tischkante kaputt gehauen. Ja, Tischkantenprobe, dann? Tischkante hält, alles klar, kann raus. Was wir uns noch alles nie klar gefragt haben. Kann raus. Die Antwort alles bei Schuki Banuki. Kann die raus. Richtig noch lustig, ja? Noch interessant sind. Ja? Wie nennt man die eigentlich? Saschas Antwort? Tischkantenprobe. Nein, also, Tischkantenprobe. Tischkantenprobe, ja. Das ist ein Bruchtest. Ist damit alles... Dann raus! Ist das ein Bruchtest? Nein. Das ist ein Falltest. Und zwar schaut man zum Beispiel beim Handys, wie bruchsicher sind sie, wenn sie aus einer definierten Höhe herunterfallen, zum Beispiel von einer Tischkante herunter. Ja, ja. Und nein. Nein. Okay, genau. Das ist Tischkante. Wenn die Hand hält, dann ist das die... Das ist die Demlack-Probe, die du gerade vorgestellt hast. Gar nicht so schlecht. Nicht nachmachen, bitte. Ist ein Trick dabei. Ist aber gar nicht so schlecht. Aha! Nein! Ich fand das auch gut. Mach mal mit dem Gesicht. Nein! Ja, es ist aber die Tischkante. Geht es in Richtung Schmerzen? Es geht in Richtung Reflex. Ah. Kann raus. Oh, meine Güte. Reflex. Ja, Reflex. Mein Reflex, den seht ihr gleich, wenn er nochmal sowas macht. Tischkantenprobe, ja. Reflex. Ist das mit dem, wenn du irgendwo gegenstößt und dann sozusagen der Musikantenknochen erwischt wird? Hat das was damit zu tun? Nicht, nee, also, aber Reflextest. Tischkantenprobe, ja. Ist, wie schnell sind bei jemandem die Reflexe, wenn er etwas, was gerade vom Tisch herunterfällt, wie zum Beispiel ein Feuerzeug oder ein Glas oder sonst was, noch erwischen kann? Nein. Wenn eine Tischkante dir entgegenfliegt, wie schnell ist der Reflex, dass du ausweichst? Ich gebe euch nochmal einen Tipp. Noch einen Tipp. Tiermedizin. Tiermedizin ist ein guter Tipp, den kann der Puhi gut verarbeiten. Das ist, wenn du deinen Kater nimmst und pow! Kann raus. Also ich sag's euch, ihr seid... Ja, Tiermedizin ganz einfach. Tiermedizin, okay. Tischkantenprobe. Also ja, ich weiß. Du kannst dich hinsetzen. Ja, ja, ich weiß. Es ist ja so. Naja, so ist es. Ein Butterbrot, ja. Ein das Butterbrot? Das schiebst du ja bis über die Tischkante. Entschuldigung, und wenn Butterbrot. Ist das sowas wie Jesusbrot, nur andere Richtung, oder was? Butterbrot. Ach, Butterbrot. Nicht Butter, sondern Butter. Ja. Ja? Ein Butterbrot. Schiebst du an die Tischkante, schiebst du drüber und dann fliegt es ja auf die Marmeladenseite immer. Ein Butterbrot fällt auf die Marmeladenseite. Ja, ganz großes. Ja, okay, alles und klar. Es ist ein raus. Thema, und also, es ist ein wichtiges Thema aus der Tiermedizin. Ja, hast recht. Also, das fliegt auf die Das auf Butterbrot die fällt auf die Marmeladenseite und hat überhaupt nichts mit Tiermedizin zu tun. Okay. Check 1, 2, 1, 2. Ja. Also, ich sag's so. Dummy übrigens. Wir sind in der Tiermedizin. Ja, ja, ich weiß aber. Pass auf, ich will ja darauf hinaus. Ja. Eine Katze, die wird, eine kleine Katze, so, ja. Wird mit ihrem Butterbrot? Wird mit dem Butterbrot auf dem Rücken, ja? Zur Tischkante geschoben. Ja. Dann ist die Frage, fällt die Katze auf die Beine oder fällt das Butterbrot, was ist stärker? Das ist stärker. Was ist stärker im Universum? Das Butterbrot oder die Katze? Die Marmeladenseite. Die Marmelade ist stärker, du Demlack. So. Butterbrot. Fällt die Katze auf die Beine oder fällt die Katze auf den Rücken? Löst auf und dann löse uns. Also, Marmeladenbrot. Mit der Katze war gar nicht so schlecht. Siehste? Ja. Aber mit der Tischkantenprobe werden Pfotenreflexe ich von weiß, und Katzen. Ich weiß, die Katze wird am Schwanz genommen. Kann raus. So. Dabei wird die frei baumelnden Pfoten des Tieres gegen eine Tischkante geschoben. Wenn die Katze so macht oder der Hund.
ist was passiert. Ist die Katze tot? Wenn die Katze so macht und selbstständig die Pfote hochlegt, dann ist alles in Ordnung. Ach so, das ist die. Also wenn ihr so. Ja, genau. Also wenn ich den Pujan nehmen würde und er ist halb tot und dann macht so, dann ist er halb tot. Pujan halb tot. Wenn der Pujan aber so macht. Alter, was willst du von mir? Da ist der Turm in Ordnung. Genau. Die Tischkante. Und wenn du meinen Kopf dann nimmst und. Au! Kann raus! Dann ist der Pujan eh tot. Das ist die Tischkantenprobe. Das ist die Tischkantenprobe. Das war Schoki Manuki Night Shift heute mit einer Frage, die Welt nicht braucht. Christian hat es rausgesucht, wer auch immer der Christian ist. Hammer! Kann raus! Ja. Tschüss, Mädel! Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.